Alter, das Auto trotzdem. Alter, das Auto macht sich irgendwie selbstständig. What the fuck? Was ist das bitte für ein... What the fuck? Die Karre hupt von selber. Wieso hupt die? Das nervt. Hör auf damit. Auto. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA mit uns, beziehungsweise mir, dem Racer. Und ja, wieso ich mit uns sage, ist, weil ich mir jetzt einen... Genau, weil ich mir jetzt einen Kollegen geholt habe, quasi. Der hat einen kaputten Reifen, egal. Ja. Ich habe mir jetzt einen Kollegen geholt, und zwar mit dem Trainer hier. Da dachte ich mal, ich probiere das einfach mal aus. Das heißt, er ist nicht in LSPDFA eingebunden, aber er dürfte uns unterstützen in Schießereien zumindest. Ich hoffe, der schießt nicht einfach wahllos auf irgendwelche Menschen. Wenn doch, dann müssen wir den leider selber erschießen. Aber er soll erstmal einsteigen. Und zwar nicht hinten. Ja, komm, da fängt schon an. Pass auf, warte mal. Geh mal hier auf die Seite. Komm. Ja, der ist ein bisschen blöd, der Kollege. Warte mal. Steige ich hier ein. Jetzt fahre ich so, dass der auf der Beifahrerseite einsteigt. Komm. Na, wie gesagt, heute wieder im US-Setting. Habe ich das überhaupt gesagt? Nö, aber man erkennt es ja wohl. Unschwer. Nur nicht hinten einsteigen. Nein. Nein. Warte, wir parken das mal zu. Unsere Seite ist tabu für dich. Du musst rechts einsteigen. Und wenn es geht, vorne bitte. Komm. Perfekt. Okay, wir haben Kidnapping. Shots fired. Okay, da responden wir. Wir haben wieder einen Abend und ich muss die Zeit kurz anfreezen, damit auch der Abend weitergeht. Ansonsten haben wir immer Abend. Das wäre nicht so schön. So, da wir hier durch. Ja. Komm, man kann ihn nochmal von innen anschauen. Oh Gott, okay. Wir sollten vielleicht auf die... Oh Gott. Okay. Wir steigen aus. Meine dürfte theoretisch schießen. Mal gucken, ob er schießt. Oh Gott. Das war's gleich mit unserem Kollegen. Okay, doch nicht. Ey, bleiben Sie mal bitte. Oh Gott. Okay. War das jetzt das Kidnapping? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. War das hier das Kidnapping? Das war doch nur irgendeine Person. Aber okay, wenn so... Oh, wir haben die normale Pistole. Ich möchte die Gefechtspistole. Nein, nicht hier unsere Karre streiten. Wo ist unser Kollege? Läuft der lang? Wo ist denn der jetzt? Ich meine, das ging jetzt ein bisschen schnell, aber der Kollege ist irgendwie weg. Okay, fahren wir ohne Kollegen. Ich wollte es mal ausprobieren, scheinbar klappt es nicht. Wobei, warte, wir probieren das nochmal. Bodyguard, Spawn Bodyguard. Komm. Okay, perfekt. Ist da eingestiegen? Ja, komm, warte, wir reparieren einmal. Das war ein komischer Einsatz. Oh Gott, da kommt ein Zug, egal. Das war ein komischer Einsatz. Das probieren wir gleich nochmal. Also wir fahren ja nicht nach Verkehrsregeln. Das ist ja nur im deutschen Setting, so in Los Berlinos. So. Officer activated panic. Och nö, wieso crasht denn das immer? Ich verstehe es nicht. Vor allem das Lustige ist, was mir aufgefallen ist, das crasht immer am Anfang der Folge, dann reloade ich das und dann geht das. Jetzt haben wir wieder diesen Rauschbug. In der letzten Folge hatten wir den auch schon, aber der war da zumindest, also den hört man eh nur ganz leise später. Aber im Spiel ist er voll laut. So, komm. Sind wir jetzt bereit? Ich verstehe es nicht. Aber auch immer nur zum Anfang der Folge. Das ist das Witzige. Es ist immer zum Anfang der Folge crasht es. Und dann geht's. Hallo, wollen Sie einsteigen? Gut, heute nicht. Okay, dann holen wir uns einen neuen Bodyguard. Steig du halt ein, komm. Oder einen neuen Kollegen. Bodyguard ist irgendwie falsch in dem Zusammenhang. Außer wir im Einsatz, ne? Okay, wir können hier schon mit Sirene fahren. So. Was ist da hinten? Wir fahren geradeaus durch. Nicht so, wie das Navi uns hier vorschlägt. Und guck mal, das war Panic-Button, glaube ich. Gucken wir mal. Lassen Sie mich durch. Ja, komm, der Schild muss dran glauben. So. Okay, ist hier irgendwas? Hallo? Warte mal. Wir gucken mal, was hier los ist.
Guten Tag. Wobei das, ich glaube, der Einsatz ist verbuggt, weil das Spiel, weil das Plugin abgestürzt ist und deswegen, ey, kann man da glaube ich nicht von. Ich, okay, die fahren jetzt zu deinem Buschel. Ja, genau, okay. Aber wir fahren das mal genauso und drehen mal hier. Lass mich mal wegkommen. So. Mann, jetzt haben wir irgendwie zwei Einsätze gehabt, die scheiße waren. Neuen Einsatz bitte. Ein Auto ist gesucht. Okay, das klingt gut. Hit and Run, Fahrerflucht also. Okay. Das checken wir mal aus. Wir müssen das jetzt anhalten. Was ist denn das für einer? Der hier, oder? Da rein müssen wir unauffällig ein. Jetzt ranfahren bitte. Fahren Sie mal. Okay, das war ein ziemlich langer Satz. Den habe ich auch noch so noch nie gehört. So, stoppt der jetzt oder? Oder was macht der? Wer hat jetzt hier. Ah, perfekt. So. Mal gucken, was unser Bodyguard jetzt macht. Ich hoffe, der macht keinen Bullshit, aber ich glaube nicht. Hallo. Continue. Ich hätte gerne Ihre ID. Ich bin bereit. Gib mir den Namen. Drake Williams. So, das checken wir mal. Und so lange durchsuchen wir noch die Karre. Suspect wanted by LSPD. Okay, alles klar. Dann ist der Einsatz für mich schon mal, also die Sache für mich erledigt. Stellen Sie bitte mal aus. Hallo. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände. Okay, alles klar. Alter. Okay, warte mal. Wir müssen mal kurz weg hier. Das ist überhaupt nicht gut. Alter, what the fuck? Okay. Wir wollen aber hier die. Nein, jetzt haben wir die. Oh Gott, okay. Aha. Okay, tot. Boah, endlich, Alter. Nein, unser Suspect flüchtet. Nehmen Sie die Hände hoch. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie. Boah, was hat der für Einschusslöcher, ey? Dass der das überlebt hat. Wir brauchen, by the way, wieder hier die andere Waffe. So, hier. Sie sind festgenommen, weil sie mich mit einem Golfschläger geschlagen haben. Geilster Grund ever, aber es ist so. Oh, das tut mir leid. Ich werde mal wieder ein bisschen aggressiv unterwegs. So. Die Karre ist weg. Wieso ist die Karre weg? Das ist doch scheiße. Ja, hier nehmen sie den mal mit hier, so. Ich muss heute übrigens wieder ein bisschen leise reden, weil. Aus den üblichen Gründen. So, wir reparieren mal die Karre. Und komm, wir fahren hier mal drüber, das passt schon. So. Gut. Das hätten wir erledigt. Die Leiche ist irgendwie schon wegtransportiert worden, im Handumdrehen, ohne dass wir es bemerkt haben. Ja, die sind halt ein bisschen fleißig beim LAPD, das geht schnell. Oh, Pursuit of Heavily Armed Suspects, das nehmen wir an. Ist das der. Oh Gott, das ist der Geldtransporter. Okay, warte mal, ich glaube, da sind hinten Leute drin, oder? Ach du, okay, warte, die sind eh genug Polizisten. Okay, warte mal kurz. Dann habe ich eine Idee. Oh Gott, ich habe doch keine Idee. Wir sind weg. Oh, scheiße. Egal. Okay, jetzt fährt er. Jetzt können wir verfolgen. Wir können aber in der Stadt niemals schießen. Wir brauchen unbedingt Blues Air Support. Wir dürfen ihn. Wir können in der Stadt nicht schießen. Das, genau. Das können wir nicht bringen. Also wir verfolgen jetzt erstmal und warten ab quasi. So wie in echt auch. Und wir haben jetzt hier einen News Support. Die müssten jetzt eigentlich vom Helikopter könnten sie gezielter schießen, als wir aus den Autos. Aber die schießen gerade eh nicht auf uns. Aber trotzdem, auf die Reifen können wir ja schießen, oder? Aber nur mit dem Taser. Beziehungsweise eigentlich. Oh, scheiße. Okay. Alles klar. Never mind. Wir sind da mal weg. Scheiße. Also, die sind verdammt stark in GTA. Also, für eine KI ist das echt gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Für eine KI. Ist das gut? So, wir brauchen eine neue Karre. Wen wundert's? Nein, nein, nein. Richtig, so. Ich gucke mal, dass die mit dem Blaulicht bekommen, nur zur Info. Weil die ohne Blaulicht sind scheiße. So, jetzt fahren wir hier geradeaus durch einfach. Da vorne müsste er dann eh irgendwo sein. Wenn wir den Einsatz noch haben. Ansonsten müssen wir unseren Kollegen abholen.
Wir fahren mal mit Blaulicht hier, komm. Ich möchte halt schnell zum Einsatzort kommen. Deswegen fahre ich gerade so ein bisschen rustikal. Das war, denke ich, noch 5 Stunden durch die Stadt zu kommen, bis wir da sind. Was ist denn hier? Da ist ein Kollege, ey. Den müssen wir, glaube ich, oder? Steigt der jetzt ein? Und dann killen wir den. So. Aber lebt er noch? Das lebt er immer noch, Alter. Das gibt's nicht. So. Das war, achso, warte, da hinten ist das. Okay, warte, pass auf. Da fahren wir hin. Da schreiten wir noch ein. Das, ne, das, ich kann die in dem Wagen nicht einfach so fliehen lassen. Das kann ich nicht bringen. Das, ich war doch voll daneben. Ich hab nicht mal gerammt. Bescheuert, Alter. Was haben wir hier vorne für den Schaden? Toll. Naja, solange die Karre noch fährt, ist alles gut. Solange die Karre noch fährt, ist alles gut. So. Fahren wir hier über die Kreuzung. Da vorne ist es auch schon. Wobei, die fahren, oder? Alter, wieso fahren die denn so behindert, Alter? Ich möchte nur dran vorbeifahren. Guck mal, da stehen schon die Kollegen und wissen nicht, was sie machen sollen. Hallo. Guck mal, wie die hier fahren, ey. Die fahren wie, als wenn die, keine Ahnung, die fahren wie ich. Die fahren einfach wie, oh Gott, hier gibt es eine Schießerei. Oh. Oh Gott, das sind die ja. Das, ich dachte, das sind Polizisten, die da am Boden liegen. Ah, ich wurde von der Laterne erschlagen. Okay, haben wir die? Irgendeiner noch am Leben hier? Wobei, da ist noch nicht vorbei. Warte mal. Okay, wir können so niemals fahren. Warte mal. So. Vorne ist... Okay, die schießen mit dem Gewehr. Da hinten ist keiner mehr drin. Sind die alle tot? Ja, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Okay, perfekt. Boah. Das war ein krasser Einsatz. Okay, für den Geldtransporter brauchen wir einen Abschleppwagen. Active Shoot, das geht gleich weiter. Alter, das geht gleich weiter. Okay, die Abschleppwagen, wir fahren weiter. Wir haben hier... Ganz genau das wollte ich auch gerade machen. Ne, die haben hier eine Schießerei. Da fahren wir mal hin. Wir fahren mal ein bisschen in First Person. First Person ist cool. Oh, wir werden, glaube ich, beschossen, oder? Oh ja, wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Oh Gott. Ne, die AK ist nicht Polizeiutensil. Da lebt der. Okay. Da ist ja noch einer. Ach du Scheiße. Okay. Okay, ich glaube, der Einsatz ist abgeschlossen. Ich habe den gar nicht mitbekommen, dass ich überhaupt noch lebe. Alter, was mach? Alter. Ne, das ist eh unser Bodyguard, oder? Kann es sein, dass sich gerade 2 Polizisten battlen? Hä? Worauf schießt denn der? Ich glaube, der ist behindert, kann das sein? Ich verstehe nicht, was die hier machen. Egal. Wir haben... Wo ist unsere Karre? Ich habe keine Ahnung, welche von den ganzen Karren hier unsere ist. Aber eins ist klar, wir brauchen hier unbedingt einen... Ja, beruhen Sie sich mal hier im Bus, ja? Wir brauchen hier einen Gerichtsmediziner und da unten auch, oder? Ja, genau, da liegt ja auch noch einer. Die Waffen sammeln wir mal ein. Jetzt brauchen wir hier unten noch einen. Ey, öffne das Menü. So, perfekt. Wieso geht jetzt die Autoalarmanlage? Ne, es ist hier. Egal. Das hilft uns jetzt nicht. Autoalarmanlage sind nichts. So, wir haben hier, Alter, unser Blut, Alter, wie das hier am Asphalt liegt, ey, und sich vor sich hinschmort. So. Wir fahren mal weiter. Uns ist irgendjemand in die Seite gefahren. Aber wir haben allgemein ein paar Einschusslöcher. Wir dürfen aber eh reparieren. Also von dem her passt das. Nein. Okay. Ich dachte gerade, das crasht hier oder so. So, hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die LKWs hier zwar falsch geparkt sind, aber da die Überlöcher zu parken, passt es, glaube ich, schon. Stolen Truck. Okay, das machen wir. Es wird ein Truck geklaut. Wir müssen eingreifen. Trucks sind nicht Eigentum von irgendwelchen random people. Keine Ahnung. Das ist immer noch der Alarmanlage. Oh, Scheiße. Das tut mir leid. Und da sind wir auch vor die Karre gerannt. Ja, das habt ihr gesehen. Der ist vor die Karre gerannt. Das ist alles legitim.
Was ist denn das da hinten? Also ein Truck ist ja nicht so schnell. Also der wird ja jetzt hier nicht... Das wird ja keine Schwierigkeit für uns sein, oder? Den müssten wir ja kriegen. Hoffe ich zumindest. Ansonsten, also vielleicht hat er auch irgendwie Nitro hinten eingebaut oder so. Dann wäre das natürlich ein bisschen blöd. So, vorsichtig. Oh Gott, hier ist so ein Gebiet, das ich nicht mag zum Verfolgungsjagd fahren, weil hier geht alles in die... Nicht unbedingt in die Luft, aber es hebt zumindest ab. Wenn ihr versteht, was ich meine, was die Straßenführung hier angeht. So, komm, wir haben jetzt hier Verfolgung, Kollegen und Air Support. Jetzt machen wir hier die Reifen kaputt. So, einmal hier. Okay, so kann man natürlich auch stoppen. Alter, da fahren wir noch vor die Karre hier. Alter, der fährt nach hinten. Alter, das ist voll der... Der ist voll klug. Oh, scheiße, wir haben den Mülleimer geleert. Alter, was macht denn der... Okay, der LKW-Fahrer gerät hier außer Kontrolle. Steigen Sie aus. Oder warte mal. Wir ziehen den da raus. Komm, aussteigen. Okay. Gehen Sie auf den Boden. Okay, perfekt. Jetzt beruhigen Sie sich. Mann. Mann, wie ungeduldig die KIs hier in dem Spiel sind. Das ist nicht mehr normal. Alter, ohne Spaß. Ohne Spaß, ne? Wenn er jetzt noch einmal hupt, alles klar. Aussteigen. Alter, die fahren hier. Sie sind verhaftet. Ey, sie sind verhaftet, okay. Auf dem Boden. Sie gehen mir auf die Nerven. Komm. Nein, das wollte ich nicht. Wieso schlägt der immer mit der linken Maustaste mal zu nah an einem... Oh Mann. Okay, brauchen wir eben hier für einen Tow Truck und einen Gerichtsmediziner. Toll. Gehen Sie aus dem Weg. Alter. Hier, die Straße ist offiziell gesperrt. Mann. So. Alter, wir brauchen hierfür auch noch ein Ding. Wieso wird denn hier schon wieder geschossen? Auf wen wird denn hier schon wieder geschossen? War das nicht derjenige, den wir gerade verhaftet hatten? Wieso wurde denn der jetzt erschossen? Ich versteh's nicht. Alter, what the fuck? Okay, der ist verhaftet. Ey. Okay, der ist eventuell ein bisschen schneller als wir. Wir nehmen die Verfolgung auf. Na, wir müssen reparieren. Komm. Wir nehmen die Verfolgung auf. Wir haben uns gerade voll gerammt. Das ist voll in den Unfallstelle eingedrungen, sage ich mal. Alter, fährt er schnell. Der hat einen Pfälzer. Das war, glaube ich, ein Pfälzer, oder? Wenn ich... Oh Gott, das ist ein Reh. Ich glaube, das war ein Pfälzer, der da meinte, er müsste schnell fahren. Aber den kriegt man schon auch. So, vorsichtig. Das ist eine der Straßen in GTA, die ich verdammt selten fahre. Aber die auch wirklich eine der schönsten Strecken ist in GTA. Ach du Scheiße. Weißt du das? Ich finde, das ist richtig nice, wie die das hier gemacht haben, die Straße. Mal wieder fährt, Alter. Hallo, stehen bleiben. Polizei. Oh Gott. Ach du Scheiße. Wir haben... Es ist auf der anderen Seite der Leitplanke. Warte mal, das ist aber nicht gut jetzt. So. Sie steigen jetzt erstmal aus, ja? Jetzt steigen Sie aus. Mensch. Gibt's ja nicht. Sie sind verhaftet. Alter, das Auto trotzdem. Also das Auto macht sich irgendwie selbstständig. What the fuck? Was ist das bitte für ein... What the fuck? Die Karre hupt von selber. Wieso hupt die? Das nervt. Hör auf damit. Auto. Auto. Alter, ich muss eben abschleppen, aber ganz schnell. Alter, geht das auf die Nerven, wenn die Karre rumhupt. Alter, wieder hier auch drüber gedriftet ist mit unserer Hilfe. Hilfe, in unserer Hilfe. Alter, wenn die zum Abschleppen auch noch hupt, ne, dann krieg ich einen Anfall. Ja, es hupt tatsächlich noch. Ja, muss der ja fahren, ne? Ist ja nicht unser Bier. So, der hier regelt auch. Boah, wir fahren schnell weg hier, Alter. Wir müssen einmal reparieren, wir überholen mal kurz. Mein Gott. Vorsichtig. Mensch. Hab ich hier nicht Vorfahrt? Ja, hab ich doch. Also können wir eigentlich theoretisch rausholen, oder? Machen wir mal. Komm.
Oh Gott, nicht gerade aus. Okay, der flüchtet. Suspect resisting arrest in Winewood Hills. So. Oh. Der hat einen Reh überfahren. Naja, okay. Vorsichtig. Boah, der fährt aber verdammt schnell, ey. Der fährt schneller als die Polizei erlaubt. Aber der hat ein Cabrio, das heißt, wenn wir mal lustig sind, wenn ich ihn treffe, das wird jetzt schwierig, weil der Sitz auch davor ist. Und wenn ich ihn treffe, könnten wir ihn da raus tasern. Oder so. Okay, wir haben einen Verletzten. Wir haben zwei Verletzte. Ich korrigiere. Ja, und ich fahre hier wieder Bullshit zusammen. Ich möchte ihn da raus tasern jetzt. Um die Verletzten kümmert sich dann jemand anders. Wir müssen uns erstmal um den hier. Weißt du, ich schieße auf den und der Reifen mit dem platzt. Na komm, warte. So, okay, perfekt. So, den haben wir. So, komm. Ey. Achso, der wollte sich. Schwupps. Ich dachte, er flüchtet. Komm, gehen Sie. Hallo. Gehen Sie wieder auf den Boden. Komm. Perfekt. Wir machen das gut. Ja, jetzt sitzt es am Boden. So. Wieso ist eigentlich wieder ein Helikopter dabei? Den habe ich nicht mehr herbestellt dieses Mal. Helikopter habe ich für unnötig gesehen. In diesem Fall jetzt. Alter. Die Karre schleppen wir ab. Der hier macht sein Auto selber kaputt. Das finde ich auch super. So. Na, wie geht's denn? Alter. Können Sie bitte? Nein, wieso schlägt er den? Ich möchte den die Karre kaputt treten. So. Das nervt mich hier, wie die. Weißt du, es müsste echt eine Mod geben, die die KI mal ein bisschen verbessert. Einmal mal überarbeitet oder so. Ey, hey, hey, nein, aussteigen. Was machen Sie da? Gehen Sie bitte einfach weg. Jetzt steigen Sie aus. Sie sind festgenommen, weil Sie ein Auto probiert haben zu klauen. Vor der Polizei. Das ist nicht das Cleverste, was Sie in Ihrem Leben getan haben. Hoffe ich zumindest. So, Sie sind festgenommen auch für sich um den Transporter. Der Abschlepper denkt sich so, warum muss man abschleppen? Machen wir halt nochmal. Na gut, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich mal hier an dieser Stelle, bis das Verkehrschaos hier geregelt ist. Können noch ein paar Stunden vergehen, glaube ich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Montag wieder mit LSBFA. Vielleicht kommt am Wochenende was. Und ansonsten, haut rein, macht's gut. Tschüss.